Paket von dir bekommen mit ganz vielen OVPs, ganz viel Tabak. Das werden wir auch noch alles abarbeiten und testen für euch. Ich habe Sachen vom letzten Jahr hier. Sonst müsst ihr uns einfach mal schreiben, irgendwie, wenn ihr irgendwas Besonderes getestet haben wollt, wenn euch was richtig brennt interessiert. Ich denke mal, Dubacco interessieren sich momentan viele Leute für. Müsst ihr das uns einfach mal schreiben, weil wir haben echt so viele verschiedene Sachen hier. Das Ding ist, es schreiben ja auch Leute in unseren Channel rein, könnt ihr nicht mal das und das testen. Okay, die Scherzustande, die kriegen wir jetzt auch, da ist ein kleiner Fehler unterlaufen anscheinend. Da kriegen wir, glaube ich, 6-mal Scherzusteine plus Bisamolassen, die wir dann einmal Bisamolassen und einmal Elementsmolassen anmischen und dann halt vergleichen, wie das Ganze schmeckt und so weiter und ob die Steinchen wirklich so toll sind, wie sie halt sollen oder wie sie auch nicht sind. Er riecht auf jeden Fall besser als der Spiegel. Aber wenn ihr schreibt, könnt ihr nicht mal die und die Shisha testen oder die und die Shisha. Okay, wir haben eine Zeit lang haben wir wirklich sehr viele Produkte getestet, jetzt ob jetzt Schläuche, Dildos, Shishas, was auch immer. Ja, manchmal haben wir auch wirklich einige Shishas hier. Wo ist eigentlich die PNS? Alter, die PNS, ey. Kommt auch irgendwann, die PNS testen wir auch. Alter, die PNS habe ich verliehen. Und ich habe sie immer noch nicht wieder. Seit, wann war ich in Bremen bei Kai? Liebe Grüße an Kaya, es tut mir wirklich leid. Und ich habe mich auch nicht mehr getraut, bei dir zu melden, wirklich. Weil wir haben bei ihm das im Lager getestet. Er hat das ja hochgeladen, weiß ich. Könnt ihr euch auch nochmal angucken. Und wir haben, ich habe sogar eine PNS von ihm mitbekommen. Dann habe ich das Ding an einen Freund verliehen. Und ich habe es immer noch nicht wieder. Also, Georgie, wenn du das siehst, bring mir meine PNS wieder, Alter. Und geh an dein Handy. Echt. Okay? Meines Ernstes. So, kommen wir einfach mal zum... Genau, zum also, Tabak. Wie gesagt, Shishas, wenn ihr schreibt, könnt ihr nicht gehen, die Shisha testen, können wir nicht immer machen. Wir versuchen soweit auf eure Wünsche einzugehen, wie es geht. Ein bisschen, ja. Also Geschmack ist gut. Können wir nicht immer machen. Wenn wir es in die Hände kriegen, testen wir es, keine Frage. Aber wir sind eigentlich auch gar keine Gay-Scheiß, auch wenn das einige Leute denken. Falls ihr euch fragt, was das hier für ein Raum ist, das ist zum Beispiel das dritte Wohnzimmer in diesem Haus hier, neben meinem Wohnzimmer und dem meiner Eltern. Der umgebaute hier, Keller. Hier steht auch ein normaler Fernseher, ein Röhrenfernseher. Davon jetzt mal ganz abgesehen. Können wir die Wünsche nicht immer berücksichtigen. Tabak gerne, da kommen wir gleich dran. Das ist keine Frage, da bedanken wir uns auch natürlich an alle User etc. Ja, genau, zum Tabak selber. Dubacco. Erstmal zur Kritik, dass er drückt, dass er irgendwie komisch schmeckt und so weiter. Es geht. Es bessert sich jetzt gerade. Es bessert sich, ja. Schmeckt jetzt echt lecker. Also jetzt, wo wir ihn wirklich haben. Aber er riecht noch besser, als er schmeckt. Aber ich muss sagen, es schmeckt gut. Lecker. Wirklich. Also schmeckt wirklich nicht minzig, aber wenn man ausatmet, hat es so eine gewisse Frische. Ja, der ist frisch irgendwie. Und beim Einatmen schmeckt es wirklich so schön Lemon, Zitronenmäßig so. Also wirklich so. Aber nicht Klostein. Also es ist echt nicht Klostein. Also schmeckt echt lecker. Und ja, probier mal, es ist noch besser geworden. Vom Drücken her, der hat so einen ganz kleinen, ich kann es gar nicht, das ist kein Drücken, das ist eher so, der hat so eine Beinote, dass das irgendwie so ein bisschen... Das ist so, man zieht ein und nachdem man ausgeatmet hat, kriegt man einen Schlag in die Fresse. Ach, halt's Maul. Das hat Janik auch gesagt und das habe ich auch. Echt? Ja. So komisch. Das kann nämlich sein, dass das ist hier bei Fruchtrauch auch so gewesen ein wenig, mit dem ich jetzt ein paar Mal geraucht habe, dass diese Molasse das vielleicht macht und nicht der Tabak. Ja, ich habe Hunger. Das haben die, glaube ich, nicht gehört. Sein Magen hat geknurrt. Ja, mein Magen hat geknurrt. Ja, wie gesagt, dass die irgendwie so ein komische Molasse reingemacht haben oder so, oder irgendwas da angemixt haben, dass es diesen komischen Geschmack macht. Und deswegen sagen, macht lieber weniger Tabak rein, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er allgemein noch verbrennt und nach Scheiße schmeckt, sehr viel geringer. Aber ich muss sagen, vom Geschmack her allgemein, bin ich fasziniert. Sehr lecker, aber ob der Preis das rechtfertigt, das weiß ich nicht. Nee, der Preis rechtfertigt das irgendwie nicht. Also, okay, wir haben jetzt so gesehen eine Standardsorte getestet. Ich meine, Frozen Lemon. Lemon gibt es eigentlich von jeder. Ja, gibt es von jeder. Das, ja. House. Okay. House ist dagegen wieder interessant. Das könnte ja sonst was sein. Ja, was liegt da? Ach, schwer. Komme ich jetzt nicht drauf. Aber der ist ganz gut. Schwer zu definieren. Der ist in Ordnung. Ich muss übrigens noch jemanden grüßen. Und zwar sind das zwei Brüder. Hast du das schon mal gegrüßt? Nee. Doch, die hat unterschiedliche Nachnamen. Stimmt, habe ich die schon gegrüßt? Ja, hast du. Boah, ich habe letztens wieder die E-Mail gelesen und habe gedacht, habe ich die gegrüßt? Habe ich sie ehrlich? Niklas hieß der eine, glaube ich. Ja, der andere hieß sonst wie und die hatten unterschiedliche Nachnamen. Echt? Und waren Brüder.
Okay. Was ist bei euch falsch gelaufen? Macht ja nichts, Mann. Patchwork forever. Da habe ich doch das Argument gebracht, dass sie Blutsbrüder sein. Vielleicht sind sie auch Bros. Ja, Blutsbrüder. Bros. Übrigens, mal ein bisschen Literatur. The Bro Code. Mal reinschauen. Mal kaufen. Oder The Playbook, was jetzt auch seit Ende September draußen ist. Keine Empfehlung, hab ich schon gelesen. Gut, viel Rumgelaber um ein ganz kurzes Tobacco-Review. Wir meinten ja eigentlich, dass Tabak-Reviews kürzer werden bei uns, aber... Neue Sorte, bisschen Gelaber. Tut ja auch mal ganz no. Das ist unser kleiner Topic of the Day, wisst ihr. Ja, ne? Topic of the Day. Liebe Grüße auch an dich, Yannick. Ich meine, wer skatet von euch? Wer skatet, hä? Wer skatet zum Beispiel nicht? Bist du schon mal Skateboard gefahren? Ich habe zweimal mein Leben Skateboard gefahren, hab mich zweimal auf die Fresse gelegt, seitdem habe ich einen Traum. Oh Mann. Ich snowboard übrigens. Nur mal so, also ich snowboard. Für alle Leute, die sich gefragt haben, ob das Snowboard im Hintergrund bei Finn im Raum nur als Situation steht. Nein, tut es nicht, er fährt wirklich damit. Ja, auch wenn es in Hamburg selten Schnee gibt und wenig Berge. Aber außerdem mache ich bald eine kleine Deutschland-Tour. Kommst du mit? Ja. Ich habe Schlafplatz in München. Ja, Deutschland-Tour. Ich habe Schlafplatz in München. Ja, also nee, ich werde mal wieder nach Essen fahren oder wir werden nach Essen fahren. Ich werde mal sogar den Süden Deutschlands erobern. Eine Freundin von uns, oder von mir besser gesagt, ist gerade da runtergezogen. Außerdem kann ich dann auch mal beim lieben Adrian vorbeischauen gleich. Liebe Grüße an dieser Stelle auch an dich. Blood King, du Sau, melde dich bei mir wegen dem Phantasia-Tabak. Das wegen wollte ich noch. Wegen des Phantasia-Tabaks. Danke. Danke, genau. ja, das soll es gewesen sein. Er kriegt Punkte von mir. Er kriegt für einen deutschen Tabak, der leicht irgendwie so eine komische Beinote hat, der aber ganz gut schmeckt und verdammt teuer ist, was man auch mit reinbeziehen muss und nicht wirklich richtig Bombe raus. Die kosten ja 50 Gramm. Viel. 6,80 Euro oder so? Viel. Das ist teurer, als wenn man einfacher ausgibt zu schlechten Preisen. 7,80 Euro. So ja, wie teuer ist denn 100 Gramm? Ich weiß nicht, 13 Euro oder 14 Euro? Egal. Euro. Okay. Kauft euch Social Smoke, lieber. Kauft euch Social Smoke. Echt. Ist momentan, finde ich, sowieso mit das Beste, was es gibt. Der kriegt von mir 8 Punkte. Ja, wegen des Preis-Leistungs-Verhältnis. Und der raucht auch nicht gut, der kriegt 6 Punkte. Komischen... Ich weiß nicht. Je länger ich überlege, desto weniger Punkte werden das. Mach inne. Von mir kriegt er eine 6,8. Oh Mann, das reicht. Mir wird das zu viel. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Wir gehen oder zu, morgen oder Mittag. Morgen oder Mittag. Wir gehen zu Kevlar. Jetzt. Ja. Kevin! Und schaut auf Video Games for You. Es wird die Tage Castlevania Lords of Shadow geben und FIFA 11 Videos und NHL 2011 und alles. Halo Reach! Halo. Und dazu nochmal auf Shisha Deals gucken, die Seite euch mal angucken. Shisha Deals hinten mit z.de und uns nochmal ein kleines Feedback geben, ob das überhaupt gefragt ist, ob wir da rein investieren sollen oder nicht. Auch ihr Shops gerne. Ne? Wenn das ein Shopbesitzer sieht, ob du das nutzen würdest. Würdest du das nutzen? Würdest du da deine Einträge erstellen? Würdest du dich da mit Werbefläche einkaufen etc.? Die denken jetzt bestimmt über, schick euch lieber einen selbstgemachten Schlauch und dafür genau. Macht ihr Werbung für 3 Jahre oder so. Wie geizig die sind. Egal, was soll's. Wir sehen uns. Viel Gelaber. Ja. Haut rein.